So, da bin ich wieder. Zurück zum dritten Teil von, ich würde sagen, Quest for Glory. Von Schwing die Axt. Mystic Quest. Und wir müssen uns erstmal inzwischen durch den Sumpf kämpfen. Weil wir müssen zu einem bestimmten Ort erstmal. So, schon wieder Salbe drin, die werde ich nachher bescheuern. Okay. Welchen Weg nehmen wir dann? Ist eigentlich Wurst. Wie lang? Oh, diese kann man nicht töten, diese komischen Gespenster. Die sind unsterblich, jedenfalls mit dieser Waffe. Die kann man mit Feuermagie, glaube ich, töten. Diese komischen Pflanzen hier kann man später mit einer anderen Waffe kaputt machen. So, wir gehen erstmal hier lang. Oder mussten wir das anders machen? Ne. Wir müssen erstmal diese Burg hier, was es immer auch ist. Oh, hallo, guten Tag. Willkommen bei Cats. Die oberen Räume sind belegt. Das Westzimmer steht zur freien Verfügung. Du kannst nicht durch diese Tür. Sie ist Herrn Lee vorbehalten. Lee? Klingelt es da nicht vielleicht? Dein Name kommt es doch bekannt vor aus. Naja, man kann sich vielleicht denken, woher. Was haben wir hier Schönes? Da können wir pennen, das möchte ich noch nicht machen. Was ist hier los? Hier wohnen andere. Guten Tag. Der Spiegel zeigt das wahre Gesicht der Menschen. Man sagt, der Mann hier schmiss ihn in eine Höhle. Aha, warum das? Das Nest der großen Eidechsen liegt im Süden. Sie besitzen den Schlüssel zu der Höhle im Sumpf. Ah, merken wir uns mal. Höhle im Sumpf, da müssen wir später noch hin. Aber bevor wir hier weitermachen in diesem Haus, werde ich noch ein bisschen grinden. Und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt mal zwei Level hochgelevelt. Mehr ging nicht so wirklich, weil die Monster sind ein bisschen zu, weiß nicht, schon zu schwach langsam. Und übrigens, mein Leiste ist gerade voll. Ich kann ja mal zeigen, was passiert, wenn ich jetzt den Angriffsknopf drücke. Da habe ich nicht mehr eine Flugattacke. Ach ja, und die Axt kann übrigens Bäume fällen. Und manchmal sind dann, hier sind zwar überall Stämme noch da, aber manchmal gibt es auch Wege, wo keine Stämme sind. Da kann man dann durchgehen. Aber dazu auch später. Wir gehen jetzt mal rein, das wieder hier. Und gehen erstmal hier schlafen im Hotel. So. Gute Nacht. Oh. Quinn? Was ist los? Ich muss schlafen. Nimm die Lebensmagie entgegen. Ja, das wäre hilfreich. Schau hier. Du erhältst den Lebenszauber. Zauber erlernt. Auch wenn alles im Leben so schnell gehen würde. Genau, jetzt haben wir unseren ersten Zauber erlernt. Weil... Gute Nacht, gute Nacht. Weil, gleich wissen wir weil. Ah, neues Opfer. Und sie ist weg. Guten Morgen. Eila ist fort. Wir kannten uns doch noch gar nicht so lange. Bin ich so ein Arsch? So, wenn ich Lebensmagie erlernt, die können wir auch gleich auch wie die Spitzhacke auf den B-Knopf legen. Und wenn wir jetzt B drücken würden, könnten wir uns heilen mit Heilmagie. Solange wir genug Mana haben, natürlich. Jetzt muss ich mir überlegen, ich weiß gar nicht, was Mana endlich auffüllt. Ich weiß das alles nicht mehr. Mal den Typen fragen, ob er weiß, wo sie ist. Ja, das wissen wir alle schon, bla 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 bla. Ja, da steht ja nie zur Verfügung, ne? Deine Freundin? Nein, ich kenne sie nicht. Du lügst doch. Schweinehund. Tja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Haben die noch was zu sagen? Nee. Dann würde ich sagen, suchen wir mal den Sumpf nach ihr, wa? Vielleicht ist ja da was von ihr zu finden. Jetzt sind wir leider wieder alleine. Das heißt, keine Heilung mehr mit Frage, sondern selber Heilung. Was macht die Salbe denn nochmal? Wenn ich das wüsste. Salbe. Keine Ahnung, was sie jetzt gemacht hat mit mir. Ich kann mal versuchen zu zaubern einmal kurz. Und... Magie. So, immer
nochmal die Salbe. Nee, das ist was anderes. Gut, dann nicht. Dann versuchen wir mal wenig zu verzaubern. Was machst du für Sachen hier? Der dreht durch. So, da war was mit Echsen, hat sie doch gesagt. Hat doch eine gesagt, ne? Ups. Ne, da kommen wir bestimmt nicht durch, aber. Und da sind die Echsen nämlich. Und die bewachen einen Schlüssel, hat sie gesagt. Das heißt, sie müssen sie wahrscheinlich. Warum? Deswegen werden wir sie erstmal töten, alle. Die sind ein bisschen zäher schon, ja. Was hat der Schönes hier? Lebensenergie gefunden. Das ist schon wichtiger. Das ist so eine Art stärkerer Bonbon. Ach, getroffen. Also. Ah, was ist da erschienen? Hieß da, geht schon los mit dem Inventar. Den kann ich mal genug tragen. Das ist ein bisschen umständlich, ich muss es immer zum Papierkorb bringen. So. Es gibt auch kein Auto-Inventar, wo man irgendwie alles sortieren kann. So. Bronze gefunden. Damit ist gemeint ein Bronze-Schlüssel, den wir gleich mal anlegen werden. Brauchen wir nämlich gleich. Hier können wir leider nicht weitergehen. Und hier ist alles versperrt von diesem scheiß Gestrüpp. Aber auch dazu später. Gehen wir erstmal hier lang. Und dann auch nach Norden, weil da ist nämlich eine schöne Tür, die vorhin verschlossen war. Und jetzt können wir den mit dem Bronzeschlüssel aufschließen. So, und hier treffen wir jemanden. Hallo? Vermisst deine Freundin? Bei Cat sind schon viele Mädchen verschwunden. Sie müssen in den Särgen im Keller eingesperrt sein. Aha. Du suchst den Spiegel. Soll ich dir dabei helfen? Ja, klar. Was kann der so Schönes machen? Morgensterne oder Pickel können Wände einreißen. Genau. Sie klingen anders, wenn du an sie schlägst. Das habe ich vorhin gesagt. Genau. Das ist Magie. Ich glaube, der zaubert ein bisschen rum. So, wir speichern mal kurz. Auf die Karte. Okay, wir gehen erstmal nach Süden. Ich weiß gar nicht mehr, wo es lang ging. Können wir nicht töten. Hier haben wir zum Beispiel so eine Tür. Die klingt. Da muss ich nach Norden erst? Ich weiß das gar nicht mehr. Dazu muss ich die Spitzhacke anlegen. So, aufgehauen. Ich glaube, wir müssen erstmal nach Norden. Ich weiß das alles wieder nicht mehr. Jetzt habe ich natürlich die Spitzhacke verbraucht. Oh, die sind gefährlich. Weil die kommen so komisch an. Und der macht sich auch noch unsichtbar. Ah, deswegen, die machen dann nämlich übel. Jetzt heißt es wieder kloppen, 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 um die Übelkeit zu bekämpfen. Okay. Oh, das sind echt stark, die Biester, ey. Ah, ich kämpfe auch wie so ein Idiot gerade wieder hier. Vor allem die sprinten so, weiß nicht, die kommen so angesprungen. Aha. Hier gibt es eine Treppe. Aha. Oh. Ah, ein Pickel, sehr gut. Ich glaube, wir müssten erst. Ich gehe mal trotzdem runter hier, ich weiß gar nicht mehr. Bin ich jetzt wirklich richtig? Müsste ich nicht erst später endlich erst hin? Gott, ich weiß das nicht mehr. Ist das ein Heildings? Nee. Manchmal gibt es nämlich Heilquellen. Das ist zum Beispiel auch so ein Hinweis, dass die Steine da unten sind, dass da unten ein versteckter Eingang ist. Die KI ist leider nicht zu gebrauchen zum Kämpfen, wie man gerade sieht. Die schießt einfach bloß immer wahllos hin und her. So. Ah, doch war richtig rum. Die Sichel haben wir gefunden, genau. Die nächste Waffe. Mit der kann man nämlich Pflanzen kaputt machen und außerdem ist sie auch ein bisschen stärker. Also jede Waffe hat eigentlich seinen Nutzen, auch die Axt, wie gesagt, nachher für Bäume. Aber zum Beispiel die Sichel kann hier, wie gesagt, sowas machen. Hat einen schönen Rundumschlag. Na komm. No. Jetzt gehen wir zurück wieder zum versteckten Eingang. Du Kumpel. So,
aufpassen, ich muss einen Bonbon mal nehmen. So. Und weiter geht's jetzt in die nächste Richtung, in die richtige Richtung. Ha. Ach, die lassen alle Pickel fallen, das ist ja perfekt. Und ich glaube, mit der Sichel, glaube ich, kann ich diese komischen Gummibälle putt machen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Mal gucken. Ist hier was runter? Nö. Weiter. Ne, können wir noch nicht. Dann war es eine andere Waffe. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. So, wieder hier durch. Ah, die Knochentypen kann man kaputt machen wieder. Die ist verschlossen. Aber er kann sie mit seiner Magie zerstören, sehe ich gerade. Ich gehe noch nicht da oben hin, vielleicht mal gucken, was hier links ist. Oh, meine Güte. Ganz schönes Risiko mache ich hier gerade. So. Ah, sehr gut. Ich glaube, es war ein gerades Level, das ist Level 8, das heißt wieder auf Immun. Ne. Das passt. So. Weiter. Das waren hier nochmal alles. Oder geht doch mal kurz da oben hin. Ich weiß das nicht mehr. Irgendwas war dieses verschlossene Tor. Dafür braucht man zum Beispiel Schlüssel, die man kaufen muss. Sonst ist man verloren. Zum Beispiel in vielen Dungeons. Wie ich schon gesagt habe. Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Bonbon mal. So, was ist denn schönes drin? Noch ein Pickel. Ich habe, glaube ich, genug Pickel langsam. Also, Pickel im Sinne von Spitzhacken. Du Schuft. Verschlossen. Dann schlossen wir mal auf, ne? So, Schlüssel. Jo, toll, es hat mich eingesperrt. Was gibt's hier? Nichts. Oder? Haben Sie was Schönes? Ah, ein Eisenschild. Sehr gut. Den nehmen wir gleich mal an. Hat sich ja gelohnt. Oder auch nicht. Ist gar kein Unterschied zu sehen. Egal. Ich weiß gar nicht, ob es für komplette Rüstungssätze irgendwie Bonuspunkte gab. Ich glaube nicht. Halt eben ordentlich. So, du auch hier der nächste. Oh, ich bin übel, ey. Voll nervig, übel. Komm her, fliegende Ziegen, Peter. So, weiter. Wir müssen noch bis zum Endgegner kommen. In dieser Folge. Okay. Dinge. Pickel. Wir müssen hier durchklettern. So, so. Der andere rafft gar nicht, was wir machen müssen. Was? Lian, was ist das denn? Ja, das ist. Bin erwischt. Wieso treffe ich ihn nicht? Jetzt. So, hier ist lang. Dann geht es hier lang. Ich glaube, allzu weit müsste es nicht mehr sein, bis zum Boss. Wieder übel, ey. Ja, mir ist wirklich übel langsam von diesem Scheiß hier. Come on. Ja, komm schon. So. Weiter. Siehst du, jetzt hätten wir jetzt keinen Schlüssel mit, hätten wir nicht weiterkommen. Wären wir gar nicht weitergekommen, hätten wir wieder rausgehen müssen. Deswegen sollte man sich immer einen schönen Schlüssel auf Vorrat holen. Nee. Nee. Ah, okay. Achso, müssen wir es durchklopfen, das ist ein kleines Rätsel. Pickel. Und so.
Findet sich noch eine Waffe, sag mal? Gott, ich weiß das gar nicht mehr. Jedenfalls kommt hier jetzt der Endgegner am nächsten Fenster, aber den werde ich jetzt noch nicht zeigen. Deswegen mache ich mal wieder einen kleinen Cut. Also und bis zum nächsten Mal und es wird spannend.